Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So wunderbare Dinge warten auf uns und welche das sind, das schaue ich kurz mal nach. Ich würde so langsam echt mal gern ein besseres Pferd haben und ich weiß, wo es die besten Pferde gibt. Irgendwo um den See rum hier, da müssen wir aber jetzt hinreiten. Ja, wird eine kleine Strecke sein, aber ich bin mir sicher, dass sie ganz wunderbar sein wird und dass wir vielen Dingen begegnen werden, die uns umbringen wollen und vor allem, die wir umbringen können. Dafür haben wir extra Waffen. Apropos extra Waffen, was haben wir? Rolling Block, die Sniper und nehmen wir den Lancaster. Ich glaube, den könnte ich auch mal wieder reinigen. Aber aktuell kann er ruhig in meiner Satteltasche Platz finden. So, hier werden die Ställe sein vor Emerald Ranch. Könnte man eigentlich auch schauen, ob die hier was Gescheites haben. Entweder zum Kaufen oder zum Klauen. Ah, die werden nicht das ganz gute Pferd haben. Ich will aber das ganz gute Pferd. Das ist so ein richtig schön weißes, sehr schnell dreckig werdendes Araber-Hengst, glaube ich, ist das. Richtig gut, richtig schwer trocken zu halten. Ja, auch schon ein nettes Pferd. Was hast du denn da? Das geht jetzt. Das Pferd, was wir besorgen werden, ist deutlich eindrucksvoller. Ich, ja gut, ich will das Pferd scannen. Nein. Naja, da war es kurz eingeblendet. Da werde ich mir die Aufnahme ansehen müssen. Ich wollte den Typen einfach nicht weiter verärgern, indem ich sein scheiß Pferd anstarre. Ich hab's echt mit Abhänge hinunterreiten. Obwohl, ich gebe ja hier keine Anweisung. Das Pferd macht alles von alleine. Also gar nicht meine Schuld. Flieht, ihr Narren! Flieht! Da ist noch ein Lagerfeuer. Vielleicht können wir den anpissen. Aber gar nicht so viele O'Driscoll-Camps hier. Ich hatte bei meinem früheren Spieldurchlauf, bin ich ständig auf die gestoßen. Das könnte eins sein. Könnte das eins sein? Vielleicht ist es eins. Wir schleichen mal. Sie werden noch nicht markiert. Ich glaube, das sind keine O'Driscolls. Doch ein Bandenlager. Na, ist das nicht schön? Jo, was macht man mit Bandenlagern? Abfackeln! Oh, 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 oh. Da war ein Baum im Weg. Warst du schon? Nee, war's noch nicht. Einer ist noch. Zwei sind noch. Einer ist noch. Hey, der Oh, das ist kein schönes Leben. Das ist kein schönes Leben. Das auch nicht mehr. So. Das bekommt ihr dafür, O'Driscolls zu sein. Oh, fackelt wieder alles ab, was ich einsammeln will. Dynamit scheint doch nicht die Lösung auf alles zu sein. Hier mit dem Haarwachs. Und Premium-Zigaretten. Nee, Kaugummi. Nur Driscoll kann ich auch aufheben. Will ich aber nicht. Kokain-Kaugummi. Schmeckt das Zeug überhaupt? Gibt einen Ausdauer-Boost, zieht aber Ausdauer ab. Hey, da liegt ein Brief. Oh, da kommen mehr. Nicht die Sniper, du Vollidiot. Die kann ich zumindest looten. Wenn der Affen nämlich nicht davor abknallt. War da noch einer? Nö. Jo, eine Sache zu plündern. Liegt hier noch was rum? Ist das wieder Piraten rum? Nee, das ist eine leere Flasche. Interessant, kann ich untersuchen. Okay. Perspektive wechseln, mein Old Blood Ice. Okay. Kann ich mir davon jetzt was kaufen? Anscheinend nicht. Na gut, dann hofft man, dass der Typ hier zumindest Loot dabei hat. Und wieso liegt da ein totes Pferd? Habe ich ein Pferd getroffen? Ich hoffe, das ist tot und leidet nicht. Ja. Weil die Beinchen sich noch so im Wind und in den Wellen bewegt haben. Es ist jetzt an einem besseren Ort und träumt davon, mir all sein Loot zu geben. Ja. Zumindest von der Satteltasche hier.
Ich fand, ich war schon gut positioniert. $1,66 und Kentucky Bourbon. Runter damit. Gibt's ihn überhaupt hier? Ach, scheiß drauf. Guter Brandy. Muss ja gefeiert werden, dass wir die O'Driscolls hier ausgeschalten haben. So, das ist jetzt alles abgefackelt. Glaubt, dann können wir tatsächlich noch ein bisschen looten. Oh, der hier ist gar nicht verbrannt. Dann müssen wir die Beweise anders vernichten. Aber erstmal hier mit den Dollars. Dollarunen. Euch geht's ja allen überraschend gut dafür, dass ihr in die Luft gesprengt... Oh, dem nicht. Dem definitiv nicht. Tja. Hättest das Dynamit mal zurückgeworfen. So, keine Kiste, keine Kiste, keine Kiste, keine Kiste, keine Kiste. Da hinten ist noch eine Leiche. Keine gute. Ja, nicht mal eine, die ich noch looten kann. Da ist zu viel versenkt. Na gut. Komm her, Pferd. Es ist sicher. Da gibt's auch so Flaschen da oben. Kann ich wieder eine abschießen? Nee, ich glaube nicht. Schade, weiß nicht, was ich mit der einen leeren Flasche da hätte anfangen sollen. Ich egal. So, dann einmal gen Luftlinie. Da wäre das andere Pferd, aber das müsste ich erstmal ordentlich streicheln, bis das mich hinten ranlässt. Ja, mir gerade die Mühe nicht wert. Wieder ein herrlicher Tag. Bisschen dunkler generell, aber trotzdem herrlich. Ich glaube, da ist die Schaffarm. Ja, hier diese kleine Hobbithöhle, die wir auch irgendwann mal ausplündern wollen. Ja, mitten in dem Ding. Ja, da würde ich gerne irgendwann mal rein. Ein Ort, der von einem sehr unfreundlichen Hobbit anscheinend bewohnt wird. Zumindest war das gerade nicht die feine englische Art. Ja, gutes Pferd. Da schnaufst du recht. Ich glaube, das lohnt sich nicht, den Karren zu stehlen. Hat's mir ganz kurz überlegt, aber man muss ja auch hier ein bisschen anständig bleiben. Da ist das Ölgebiet. Frag mich, was passiert, wenn wir da einfach mal einen Molotow auf so ein Ölfeld werfen. Ich glaube, wir kriegen Fahndungslevel und eventuell ein schönes Feuer. Wir merken uns den Gedanken mal. So, da wir eh gleich in Valentine sind, können wir noch unser Kopfgeld, was wir in Rhodes haben, von den knapp $11 ausgleichen. Ein Frauenschänder, den wollen wir nicht befreien, den wollen wir selbst einliefern. Ja, der Sheriff hat doch keine Ahnung. Ah, so nah hier dran kann ich ihn nicht mehr abknallen. Keine Gnade für sowas. Er kommt schön hinter Gitter. So, was bist du? Ein Truthahn. Auch teilweise sehr illegal, die hier zu schießen in der Nähe der Stadt. Die Leute regen sich heutzutage über alles auf. Kann nicht mal hier schön Wilderei betreiben. So, ich muss einmal meinen Kragen bezahlen. Vorsicht, wo du hinläufst, da wollte ich gerade lang. Wie hungrig? Könntest du ein Pferd essen? Ach, das ist der Veteran. Ja, lass mich erstmal was hier bezahlen. Ja, da steht er doch. Bin kein Brute. Ja. So schlimme Sachen habe ich gar nicht gemacht. Ja, ebenso. Ja, servus. Ja, kannst du. Und rüber mit uns. Schöner Pferdearsch, aber auch nicht das gute Pferd. Ja, chill mal. Sicher, ich auch. Hello, Mister. Hey, Brother. Ja,
Ja, vielleicht läuft. Mr. Mr. Arthur. Ja. Always so mad. Crazy. All that shooting. And they said I was crazy. I'm not crazy. Not like you. Bin nur ein bisschen verrückt. You beat up the big fella. Mhm. He once beat me up. I asked for it. Tja. You think you're real crazy, mister? Nicht wirklich. Are you really calling me crazy? I fought in a war, mister. I did. Sent me strange seeing all them fellas die. Gott, das kann eine Narbe hinterlassen. Exactly? A bad one, Mr. Arthur. Oh, a real bad. Ja, das glaube ich gern. I saw terrible things. I ain't been the same since. I get funny. I'll go now. Don't act crazy now. Danke gleichfalls. Komm hier, mein Pferd. Ach, wenn wir schon hier sind, können wir auch gleich zum Friseur gehen und uns das Schafgeld mal holen. Ja, das wird wohl nichts mehr. Nicht in diesem Leben. Wir können ein paar Schafe erschießen und die dann verkaufen. So, einmal im Hoppelgaloppel nach vorn. Komm schon, Papa braucht einen neuen Bart. Hallo, schöne Kutsche. Schade, dass wir uns erst hier begegnen und nicht irgendwo in der Pampa. Ich bräuchte ein Pferd mit einer Klingel, wie beim Fahrrad, damit die Leute endlich ausweichen. Ist ja furchtbar. Bling, bling, bling. Ich hab geklingelt. So, der Apotheker ist hier. Move it. Ja, move it. So. Ich park dich kurz hier. Und dann gehe ich zum Barbier. Ich könnte auch noch was essen. Das Geld hätte ich. Servus. Give me another drink. Quick. Before I shit right here in the bar. Wohl auch ein Ereignis. That's how it was. Back in the day, you know. Jojo. Wouldn't merely piss indoors. Feel like having a good time right now? Nee, ich habe keine gute Zeit im Moment. Ich muss erstmal zum Friseur. Dann muss ich dem Glob auf die Mütze geben. Umgekehrt geht's nicht, weil der Friseur sonst wieder abhaut. So, Bärte, diesmal nicht alles abschneiden. Bärte. Nicht glatt rasiert. Oh, Engländer. Malteser. Das ist so das Gegenstück, was? So ein bisschen. Suppenfänger, nee. Spitzbart geht eigentlich. Den mag ich auch. Aber wieso ist der denn so kurz? Ah. Elegant. Nicht elegant. Spartanischer Gabelbart. Ja, so sehe ich das auch. Der Spartaner ist auch nicht schlecht. Ordentliche hier Rotzbalken. Einiges kann er, glaube ich, nicht rasieren. Und einiges sollte er nicht rasieren. Kann man nicht einfach hier generell schneiden? Nee, gesamter Bart könnte man ein bisschen weniger haarig machen. Wir können uns natürlich auch... Achso, wir können uns das selber zusammen sammeln. Vielleicht nicht. Vielleicht suchen wir uns einen Bart aus und leben damit. Aber glatt rasiert wird's nicht. Und wieso kann ich manche noch nicht machen? Ist meine Ehre da nicht hoch genug? Oder zu niedrig? Beziehungsweise schon zu hoch. Bin nicht so ein Spitzbart-Fan. Ah, so ein Josiah? Spartanischer Gabelbart. Das wäre doch auch was. Ich gehe mit der Rotz. Mit dem... Wie heißt es? Ah, nein, meine Haare. Obwohl, die Haare sind noch gut. Ich bin hier zum Haare schneiden. So, Frisuren, was haben wir denn? Pomade. Oh, damit erkennt mich eigentlich keiner mehr.
Seitenscheitel rechts können wir auch kürzer machen. Sieht gar nicht so schlecht aus. So sah mein Arthur noch nie aus. Ja, wir könnten einen auch auf Breaking Bad machen. Kurz gefällt mir auch immer. Wir haben zurückgekämpft. Können wir trimmen. Finde, das sieht am besten aus, aber wir machen mal was ganz Wildes. Vielleicht doch den Seitenscheitel rechts und auf die Länge. Wächst ja wieder rein. Oh, ich kann auch Pomade reinmachen, also dieses Haarmistzeug. Oh. Lieber nicht. Lieber nicht. Ich sehe gut aus. Schankedön. Ja, ich sehe wieder aus wie ein zivilisierter Mann. Hey, wo ist mein Freund mit der Biberkappe hin? Der kann doch nicht schon abgehauen sein. Na gut. Nice people around here. Anyway, didn't mean to disturb you, folks. Nur ein bisschen, ich will was essen. Careful, big man. Hey, are you blind? Nee, ich bin meistens auf beim Pokern, ja. Dann bin ich immer der große blind. Also ich. Lammbraten, her damit. Das sieht gut aus. Mensch, ich sollte nicht mit Hunger spielen. Muss ich mir nach der Folge noch was zu essen machen. $5 weg, dafür sind die Kerne wieder schön voll. So soll das sein. Was, eine Savings Bank? Das hört sich gut an. Das hört sich doch gut an. So. Oh, gleich wieder der feine Hund. Jetzt aber schnurstracks Richtung Wegpunkt. Das ist noch ein bisschen hin. So. Da gibt's Schweine. Nee, Schafe. Oder beides. Sieht aber eher nach Schafen aus. Na gut, das haben wir mal gescannt und dem Kompendium hinzugefügt. Frag mich gerade ein bisschen, wo der mich hinleiten will. Navigationstechnisch. Auch mich arg anders. Ich würde sagen, wir können auch hier rüber gehen. Beziehungsweise hier runter. Boah, geht doch. Manchmal muss man dem Navigationsgerät eben auf die Sprünge helfen. Vorsicht, mein Gaul, da geht's doch hoch. Also manche Wege können sich echt nicht so bezeichnen. Ja, doch kein Weg. Trampelfahrt. Mit viel Buschbehaarung. Uiuiuiui. So, jetzt aber abgekürzt. Schau, wieder den Weg verlassen. Ach, kommt ja eh hier durch. Ha, nicht die beste Routenführung. Nein, Kaninchen überritten. Tut mir leid. Das gehen die mir auch ständig vor die Hufe. Ich glaube, so langsam fängt wieder das Wolfsgebiet an. Muss mal ein bisschen aufpassen, dass die uns nicht verspeisen. Und zwar, glaube ich, schon einer. Zumindest irgendwas, was uns fressen oder angreifen mochte. Vielleicht war es nur eine Schlange. Halb so wild. Gutes Pferd. Und rein in die schneeige Landschaft. Ich hoffe, ich habe warme Kleidung dabei. Wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe nur stylische Kleidung dabei. Nicht so ein Fan, dass es jetzt wieder so dunkel wird. Ich brauche längere Tage, Mann. Ich kann doch nicht alles bei Dunkelheit erledigen. So. Jetzt fängt ein Schneesturm an. Ich würde sagen, wir kampieren. Wir schauen erstmal, ob es Wölfe gibt. Und dann kampieren wir. Ist der See komplett gefroren oder wird mein Pferd gleich... das Eis hört sich nicht besonders stabil an. Und hat ganz schönes Echo, das Getrippeltrappel. Oh, hier ist eine kleine Insel. Dann können wir später erkunden vielleicht. Wird zumindest jetzt echt gern Arthur mal sagen, hey, vielleicht doch ein Lager aufschlagen. Das Feuer nicht direkt auf dem See machen, aber... das sieht cool aus. Hat er extra freigeschaufelt. Das gefällt mir. So, dann einmal, nee, keine Schnellreise, einmal schlafen bitte.
bis zum Morgengrauen, auf das kein Wolf kommt und mein Gesicht frisst. Das denke ich mir jede Nacht auch, wenn ich schlafen gehe. Obwohl, wir hatten lange keine Wölfe mehr in meinem Schlafzimmer. Ja, ein bisschen... Das ist verrückt. So, ein neuer Tagebucheintrag und... Weggehen. Einfach so. Geht's allen Beteiligten gut? Pferd macht einen guten Eindruck. Lager abbrechen. Wunderbar. Hey, dein Zelt steht noch. Ah, anscheinend nicht. Alles gut? Du hast meine Waffen nicht weglaufen. Falls Wölfe kommen, braucht man die. Oh, Bär. Und was ist links neben ihm? Ist das ein Wolf? Will da jetzt keine Freundschaft kaputt machen? Okay, der Bär kommt nicht auf mich zu. Aber das waren definitiv Wölfe neben ihm. Oh. Nicht der beste Grizzlybär. Ach, und da ist sein Essen gespawnt. Dachte, der braucht mehr Schüsse. Anscheinend habe ich eine gute Bärenwaffe. Hey, da ist ja... Da sind wir doch gestern Abend drüber geritten. So, der hat leider nicht so gute Sachen. Dann schauen wir uns aber... Mensch, ist das ein Nebel? Schauen wir uns doch hier mal um. Über den Baumstamm. Wie kommt man denn auf den Baumstamm? Vorsichtig, mein Gaul. Vorsichtig. Da ist auch eine Hütte. Da ist ja auch eine Hütte. So, müssen uns, glaube ich, ein paar warme Gedanken machen. Und vor allem ein paar Wölfe erschießen. An die Hütte würde ich gerne auch noch ausrauben. Was bist du denn? Ein Elch? Wo ist dein Geweih? Wieso siehst du so komisch aus? Wahrscheinlich ein weibliches. Ein Moose. Okay, und wie kommt man da jetzt hoch? Mit einem gesunden Sprung. Hui. Naja. Ah, hier wäre die bessere Route gewesen. Wer kann denn... Pass mal auf hier. Wir wollen nur darüber. So, einmal wegpacken. In der Hoffnung, dass der Baum nicht unter uns zusammenbricht, nach unten stürzt. Wir mit ihm. Und dann ins eisige Wasser. Ach, man kann sich nicht immer solche Gedanken machen. Haben wir hier was? Nicht umsonst hier. Ich dachte zumindest mal, eine Schatzkarte wäre in der Nähe gewesen. Hab mich vielleicht geirrt. Oder sie steckt einfach da drin. Das sieht kartig aus. Wie sieht nach Schnee aus, oder? Vielleicht müssen wir davor irgendwas freischalten. Ich weiß es nicht. Ich meinte mich erinnern zu können, dass hier irgendwas war. Noch ist nichts für uns bestimmt. Finde ich schade. Oder ich bin halt wieder dämlich. Vorsicht, Vorsicht! Oh, überraschend elegant habe ich das gemacht. Ach, ich mag auf Eis zu laufen in dem Spiel. Hui, es rutscht ein bisschen. Kommt mein Gaul? Gaul! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Da ist ein Grab. Mich interessiert eher, was in der Hütte ist. Nein, die Waffe ist in schlechtem Zustand. Nehmen wir doch die andere. Wenn es nicht die gleiche ist. Oh, mein Pferd hat es auch geschafft. Das ist wunderbar. So, Arthur. Hallo, jemand zu Hause? Sieht nicht so aus. Dann bediene ich mich mal. Irgendwas hier? Nein. Nein, nein. Was haben wir hier? Premium-Zigaretten her damit. Ich sammle die, also die Bilder. Cracker, Gin. Noch ein Zigarettenbild. Eine Taschenuhr, so wie es aussieht.
Bourbon. Zeitungsausschnitt Grab. Kann ich das lesen? Lesen. Nach schrecklichem Unfall frühzeitiges Karriereaus für talentierten Schlittschuhläufer. Interessant. Da liegt doch ganz eindeutig eine Taschenuhr. Muss ich erst... Ah, da ist sie. Dachte, ich muss zuerst den Bourbon wegsaufen. Aber nicht sehr viel Loot hier drin. Naja. Ja. So, mein Gaul. Ach, die Spuren, das ist schon fantastisch. Wie sie das hier gemacht haben im Schnee. Und ist in dem Grab der Eiskunstläufer drin. Was macht der hier draußen? So, da ist nix. Im Schnee zu stapfen macht Spaß, aber auch kalte Zehen. So, dann schauen wir mal. Vielleicht liegen ja Dinosaurierknochen drin. Boah, was hat der denn für einen Grabstein? Gar keinen, das ist er selber. Also da hinten ist einer. Ein entweihtes Grab. Wieso entweiht jemand Gräber? Nee, das wollte ich gar nicht lesen. Hast du noch Loot? Und was steht da? No. 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 Kann den Rest der roten Schrift nicht lesen. An meinem Versagen in der englischen Sprache liegt zum Glück mal nicht. Irgendwas noch hier drauf? Nö, gut. Dann ab zum Ziel dieser Episode. Ich will ein neues Pferd. Ein besseres Pferd. Ja, lass mein aktuelles Pferd das nicht wissen. Sonst wird es nur eifersüchtig. Ach, ich mag die Schneelandschaft hier schon. Da sind wieder Elche. Haben uns aber noch nichts getan, deswegen tun wir denen auch mal nichts. Hab eh ein bisschen was Wichtigeres gerade zu tun. Ja, nämlich den Weg zu finden, falls man das hier auch so nennen sollte. Ja, da gibt es zumindest einen größeren. Man kann erahnen. Nee, kann man eigentlich nicht. Hier vielleicht wieder ein bisschen. Und hier ein bisschen. Also wirklich erahnen lässt sich nicht, wo die Straße lang geht. Ein Glück habe ich Horsey Maps. Ja, was... Was beschwerst dich denn wieder so? Hast zu essen, hast zu trinken. Wölfe sind nicht in der nächsten Nähe. Da gibt doch überhaupt keinen Grund, sich aufzuregen. Also als wir mit Hosea hergeritten sind, Hosea, ging das deutlich schneller. Da haben wir aber auch einen relativ großen Part geskippt. Oh, Wölfe, 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 Wölfe. Lancaster. Da braucht jemand unsere Hilfe. Hilfe, Hilfe ist unterwegs. Hilfe ist unterwegs. Wenn sie auch nicht gut ist. Alles gut, sie sind tot. Alle tot. Ja. You saved me, partner. I was almost a meal there. Gerne. Willst du noch Munition mitnehmen? Sonst brauchst du nur 100 Schritte gehen und dann war's das. You done good, girl. Ja. Richtig mutiges Pferd. Trotz der Präsenz von Wölfen schlittert es da noch actionreich die Klippe runter. Das wird kalt. Das wird kalt. Zum Glück war es auch noch kurz. Ist das schon der See, wo ich hin wollte? Ich glaube, der ist noch ein bisschen weiter weg. Nicht mehr arg, aber... Ich glaube zumindest hier hoch wird uns gut tun. Und dann nochmal nach rechts und dann sind wir da. Ist nicht das erste Mal, dass ich so ein Pferd fange. Wenn es uns denn gelingt, eins aufzuspüren. Ja, normalerweise sind die nicht so schwer. So schwer zu finden, nur ein bisschen schwer zu... sich damit anzufreunden. There, girl. Ja gut, anscheinend ist hier oben ein Weg. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber was will ich.
Ja. Da wäre man beide ganz gut eingeschneit gerade. Das ist schon echt cool, das Gebiet hier. Normalerweise überhaupt kein Fan von Schnee in Spielen, aber in Red Dead Redemption ist alles mit so viel Liebe gemacht, das ist einfach schön. Und so viel sehe ich im Moment gerade auch nicht vom Schnee. Ja. Hat noch niemand Schneegläser. Was für ein legendäres Tier. Büffel. Bison. Okay. Ist vielleicht ein bisschen schlechtes Wetter, um ein Pferd aufzuspüren. Wir sind nämlich da. Und das ist weiß. Also, sobald ihr was Weißes seht, sagt Bescheid. Schon wird doch irgendwann mal aufhören zu schneien. Den Büffel wollte ich jetzt nicht mitnehmen, aber das können wir natürlich auch machen. Ja, reit mal leicht um den See. Sehen wir schon Tierspuren? Da hinten ist vielleicht eine. Was ist denn das? Hä? Ein Riesenelch? Ich wollte eigentlich noch mehr zielen. Schauen wir uns das Teil mal an. Ist ja wirklich riesig. Elchbulle, 3 Sterne. Aber dafür sind wir, wie gesagt, eigentlich nicht hier. Und der Schnee lässt ein bisschen nach. Ich weiß nicht, ob Elche sind nicht die freundlichsten Gesellen. Der wird uns, glaube ich, angreifen, wenn er sie... Da ist ein Pferd. Da ist es. Da ist das Pferd. Ein Araber. Und so ein guter. Langsam nähern. Langsam nähern. Ja, komm schon. Hi, girl. You're okay. Ja, alles gut. Komm schon. Alles gut. Alles gut. Och, so eine Schönheit bist du. Alles gut. Alles gut. Papa braucht nur ein neues Pferd. Und da kommst du gerade richtig. Du wirst ein aufregenderes Leben führen. Dafür kriegst du Zuckerstücke. Stay calm. Nein, ich will dich doch nicht verängstigen. Ich will dich doch nicht verängstigen. Ja. Mensch, bist du muskulös. Alles gut? Alles gut? Ja. Ja. Weiß nicht, ob man Pferde wirklich so beruhigt hat. Das Problem ist, wir müssen das auch noch kurz einreiten. Ich hoffe, dafür reicht meine Ausdauer. Sonst hätte ich mehr Kokain-Kaugummi gebraucht. Komm schon. Alles gut? Easy now. Alles gut? Ja. Halb so wild alles. Alles halb so wild. Halb so wild alles. Und jetzt müssen wir uns einreiten. Nicht abgeschüttelt werden. Nicht abgeschüttelt werden. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das war's schon. Wunderbär. It's all right, girl. Ja. Wunderbar. Ja, ja. Hat einige Eigenschaften eines Wildpferdes. Glaube ich auch. Wir reiten dann einfach um den See. Und dann müssen wir das in einem Stall parken. Aber Strawberry ist, glaube ich, in der Nähe. Also nicht so sehr in der Nähe. Überhaupt nicht in der Nähe. Was laber ich für ein Mist? Strawberry wäre halt hier. Ja, komm mal schon hin.
ist schon das. Ist das näher als Valentine? Nee, oder? Oh, es geht eigentlich. Wir gehen nach Strawberry. That's a good girl. Na, haben wir ein bisschen Zeit, uns mit dem Tier auch anzufreunden. Solange uns das andere folgt, ist ja alles kein Problem. Und dann, in ein paar Episoden, wenn wir Freundschaft mit dem Pferd geschlossen haben, wird das richtig, richtig schnell sein. Dass das so einfach... Ja, legendäres Tier, das machen wir jetzt nicht. Sonst haut mir das Pferd hier nur ab. Können zwar irgendwie festbinden, aber... Muss nicht sein. Bin überrascht, dass das so leicht geklappt hat. Normalerweise habe ich da mehr gestruggelt. Ja, das war einmal auf der PlayStation... Irgendwas? Auf der Vierer habe ich das mal gespielt. Und ich glaube, wenn ich es auf dem PC mir besorgt habe, das Pferd, dann war das auch relativ früh im Spiel, wo ich noch nicht so viel Ausdauer hatte. Also, mögliche Erklärung, warum es diesmal nicht so gescheut hat. Vielleicht bin ich auch einfach jetzt verbessert. Verbessert im Pferde besteigen. Ich glaube, wir müssten gar nicht nach Strawberry reiten. Wir könnten ihm einfach den anderen Sattel aufsetzen. Ich glaube, da haben wir gecampt, oder? Nee, da haben wir die O'Driscolls überfallen. Das haben die Arschlöcher mich im Intro nicht gescheit looten lassen. Da liegt bestimmt auch noch irgendwie was Wertvolles irgendwo rum. Eigentlich haben wir schon ganz okay gelootet. Immer im Zwiespalt. Okay, ja, das hast du gut gemacht. Glaube ich, würde es aber tatsächlich gern jetzt sattelfest machen. So, Sattel abnehmen. Hier mit Haar. Das ist mein Fahrersitz und ich wechsle das Fahrzeug. Aber der Sitz kommt mit. So. Dann verschwindet es auch nicht aus Versehen. Weil mein Sattel geht nie verloren. Und ich hoffe, das, was unter ihm ist, dann entsprechend auch nicht. Ja, das ist jetzt mein Hauptpferd. So soll das sein. Was bist du? Was bist du für ein Tier? Ah, wollen wir das noch exploren und looten? Oder wollen wir nach Strawberry? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir gehen nach Strawberry. Können wir nächstes Mal nämlich mit irgendeiner Hauptstory weitermachen. Jetzt, wo wir ein gutes Pferd haben. Und seht mal an, hier hört sogar auf. Nur noch ein bisschen Hagel. Der große Schneespaß ist anscheinend vorbei. Und es ging ein bisschen plötzlich. So, hier müssen wir durch. Ich bin mir sicher, irgendwann müssen wir zurück ins Schneegebiet. Allein für ein Kopfgeld, glaube ich. Das war nicht das letzte Mal, dass wir uns da aufgehalten haben. Den Büffel müssen wir auch noch erlegen. Also in die Nähe kommen auf jeden Fall. Was ist da los? Ach, schau, wieder so einer. Ha! Funktioniert jedes Mal. God damn it. Easy. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Und jetzt klart der Himmel auf. Was für ein perfekter Tag. Neues Pferd, bisschen Loot, der einfach in der Gegend rumliegt, ohne dass ich zuerst drauf hab schießen müssen. 2 ganze Dollar. Das ist wunderbar. Hey! Wieso habe ich dafür Ihre Abzug bekommen? No, noch sieht's okay aus. Noch sieht's okay aus. Oh, das Pferd könnte man auch looten, das ist aber wirklich immer so ein Aufwand. Irgendwo gibt's auch schwarze Araber-Pferde. Weiß nicht wo. Vielleicht auch da, aber die sind selten. Ente voll gegen mich geflogen. Entschuldigung. Ach, auch
eine fantastische Landschaft hier. Eine fantastische Landschaft hier. Hier aus dem Weg, ey. Ich weiß nicht, wo der mich hinführen will. Jetzt hat er die Navigationsdatenbank angepasst. Und was hören meine beiden Öhrchen da? Ein Zug, die mal überfallen könnten. Boah, ich komme zu leicht heute aufs Waffenrad. Also eigentlich keine Absicht. Oh, da haben wir einen Zeugen. Ja, aber nicht sehr nett. Ja, ein cooles Pferd, oder? Weiß jetzt nicht, warum der sich schon wieder beschwert hat. Bin doch ganz okay geritten. Ich mag's, dass das Pferd so viel Ausdauer hat. Und das wird eher noch krasser. Ein Eichhörnchen. Hey, und die blaue Hütte wollte ich mal looten. Das war da, wo wir mit Maika waren, missionsbedingt. Schauen wir uns einfach um. Schauen wir uns doch einfach um. Ja, du bist auch ein gutes Pferd. Hast mir gut gedient bis jetzt. Ein Brief. Oh, da stehen noch Amazon-Päckchen rum. Was steht denn auf dem Brief? Bin in wenigen Tagen zurück. Ich bin Mildred, die neue Mrs. Peyton vom Haus ihrer Mutter abholen. Beste Grüße, Jim. Sehr gut, Jim. Oh. Jim, wieso hast du abgeschlossen? Was ist das mit meinem Tab? Oder habe ich noch eine andere Tasse? Nein, mach doch sowas nicht. Irgendwas von Bedeutung hier? Nö, schade. Messer mal wegstecken, sonst halten wir uns ja für einen Irren. Und ansonsten ist ja auch nichts, oder? Kein weiteres Haus, kein gar nichts. Okay, hier ist noch irgendein Fragezeichen in der Nähe. Mich hätte jetzt erstmal interessiert, ob hier noch irgendwas Lootbares ist. Sieht ja per se nicht so aus. Das andere war nur eine Geldeintreibermission. Schaffst du die Steigung? Man schafft die Steigung. Achso, da war man. Halt doch an! Boah. Nee, so wollen wir kein Pferd riskieren. Das ist doch eine fantastische Aussicht. Ich wünschte, ich würde in die richtige Richtung blicken. Da ist noch ein Lagerfeuer. Vielleicht ist es ja Maika. Wer weiß das schon? Ich würde tatsächlich sagen, reicht es schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.